Let's go. Comes the money. Here we go. Money. Here comes the money. Money, money, money. Ich weiß nicht, ob das copyrighted ist, ehrlich gesagt. Ich skippe mal zur Sicherheit, okay? Ich weiß nicht, ich kann auf jeden Fall nicht richtig atmen. Muss daran liegen, dass es mich jetzt doch ein bisschen erwischt hat. Passend zum Aufstand. Oh nein, er ist krank. Gestern war ich noch gesund. Heute der Rudelrocker. Yay. Und wir kämpfen gegen Logi. Mal gucken, was das wird. Eigentlich will ich nur, dass es endet. Aber wir haben keine Pufferwoche wie beim UDT. Deswegen muss es heute stattfinden. Ja, reingehen wir. Ach du lieber Himmel. Ja, machen wir das. Ich hoffe, ich klinge überhaupt irgendwie anhörlich, aber das sind die ersten. Na klar, zwei Rocky. An der Stelle. Wir nennen ihn jetzt Rocky. Sayonara. Den Rudel Rocky. Tut mir sehr leid für den Rest. Entspannt euch. Wir machen heute eine ruhige Kugel, ja? Ruhige Kugel, okay. Wenn auch ich ein bisschen so. Schema. Wir sehen auf jeden Fall schon die Mons, ne? Haben wir schon an der Seite eben gesehen, glaube ich. Wir haben Offensivwesten. Es ist ein bisschen gestaucht, ne? Das, oder so, gezogen. Irgendwie ist es nicht die gleichen Maße. Es ist in irgendeine Richtung gestreckt. Wir haben Offensivwesten Nocturne mit dabei. Einen Voicecrack auch. Wir haben Heißbrocken. Zlembre mit dabei. Sehr cool. Der wird keinen Sonnentag spielen. Der wird aber das Dynamax-Pokémon sein, um dann mit deiner Magieflamme die Sonne lange Zeit rauszuholen. Für das Schwächenschutz Bisaflor. Ah, okay. Antibodenbeere Zeraora, das kennt man. Kramor, der Wyxer. Stimmt, der war das. Der Rudel Rocky. Und Prunusbeere, Knackrack. Also jetzt mal Real Talk so, ja? Es fing mit Nocturne an und ich dachte so, ja, okay. Gute, easy Kader. Aber die fünf danach sind ja... Also ist halt ein Gigamon, also S-Tier. Sarah, S-Tier. Bisaflor in der Sonne, S-Tier. Kramor, S-Tier. Knackrack, S-Tier. Wieso hat der 5 S-Tiers? Wenn man so will. Fuck. Dann haben wir Logi mit Lapras, Fiaro, Zytomiega, Cobalium, Trikefalo und Fruyal. Okay. Ah, okay. Tentaclem, Hydreigon, Serena. Er hat kein Exploit, kein Garbodor. Mit denen habe ich auch nicht gerechnet, tatsächlich. Hydreigon habe ich vielleicht zu Hause gelassen sehen. Vielleicht hätte sowohl Aura als auch Kramor weggenommen. Stimmt! Der hat mir beide weggenommen! Warum sollte man Hydreigon zu Hause lassen? Das ist komplett klar. Wir könnten natürlich auch mit Aura leaden, aber dann gehen wir vielleicht schon direkt... Boah, aber der Kader ist stark, Alter. Velika Rocks, Cobalion. Vor allem Chomp, Corby, Zera, Giga, Zalem kannst du eigentlich jeden Spieltag mitbringen. Wir haben Knacklack für Rotom, ne? Und der hat also auch noch so Sonne mit Vulnona. Ich glaube, wir gehen mit der Aura rein. Also, check mal die Lava. Wir sollten ach du Scheiße, ich hoffe, also, ich würde ja hoffen, dass Rudelrocker kein guter Spieler ist, aber dann hätte der wahrscheinlich auch nicht das UDT gewonnen. Oh Mann, ich bin schon so eine Sugarberry heute. Ich will, dass es aufhört, ich habe keinen Konkurrenz Halt ist keine auf jeden Nase Fall gegeben, mehr. Leute. Dass Talonflame da ist, könnte natürlich bedeuten, dass er Gale Wings ist für gewisse Venusaur-Sets. Mm. Ich habe Venusaur dabei. Ja, der Bizarro-Raum könnte ein Ding sein mit Lapras. Absolut bin ich dabei. Wobei gegen Zlembrem. Boah, Alter. Der könnte auch super eklig werden, ne? Aber wir drücken einmal Abschlag auf Save. Dann ist wenigstens schon mal sein Item weg und dann sehen wir auch, was er für ein Item ist. Vielleicht ist er auch so ein Setup-Zeug, damit wir damit Knacker kriegen ankämpfen, was dann nicht mehr allzu einfach wird, aber hey, wir probieren es dann einfach mal. Und wir gehen für einen Abschlag. Also ich finde jetzt auch Logis Team nicht super scheiße, aber. Holy shit. Und wir kriegen eine Seite im Grunde, was nicht die Cobra-Berry ist. Und er ist Fistef, okay. Mhm. Und er geht Überrest, okay. Spukball hat sogar predicted hier. Das ist ja komplett free. Oh, ja, den Schaden finde ich auch okay. Wir haben die Sugarberry, wie gesagt, aber die brauchen wir jetzt nicht mehr unbedingt. Ich glaube, jetzt ab dem Zeitpunkt können wir auch einfach Plasma-Fäuste drücken. Einfach ballern, oder? Halt Scheiß Mut, drauf, einfach rein da. In den ne? Mist. So einen gewissen Blaze-Kick. Wir gehen für Plasma-Fäuste. Ich weiß nicht, wie viel Schaden das macht. Aber er hat kein Switch-In, von daher. Das ist Rioniclass ohne Lefties. Mit einem Spukball. Das ist ein Two-Hit an der Stelle, könnte es Recover spammen, aber was bringt's? Ja, mit Recover heilt er schon mehr, als er Schaden bekommt, ja. Also ist schon okay. Kommt er damit voran? Ich glaube schon.
Ich habe 23 Plasma-Fäuste, let's go. Von den zwei OT-Season, die ich Rudrager jetzt kenne, finde ich, dass er ein solider Spieler ist. Im Sinne von keine krassen Missplays, aber auch keine krassen Plays. Okay. Sieht eher nach einem Magic-Code-Set aus. Wenn jetzt nochmal hätte ich jetzt so vom Finale auch eingeschätzt. Ja gut, der kann jetzt auch angreifen, weil ich jetzt keinen Schaden mehr gemacht habe, genau. Sieht okay, ne? Okay, Zera also macht Druck, ey. Der kann jetzt wieder for free eigentlich. Ich will nicht wissen, wie viel der Knockoff ohne Item macht, aber halt relativ wenig, ne? Okay, wir kommen hier nicht durch, super. Gehen wir doch aber am besten Plasma-Fäuste nicht jetzt schon? Gehen wir noch am besten auf Zylembrim. Also ich hoffe nicht. Zu früh für ich bin auf jeden Fall immer, also zumindest am Anfang jetzt, für den Gegner von Rudelrocker. Glaube ich. Eigentlich viel zu früh für Zylembrim. Das ist Kramor. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mehr genau aufgepasst, wie viel das jetzt gezogen hat, aber ja. Ich kann auf Knackrack gehen, aber eigentlich auch keine gute Idee. Zerrohre abwerfen will ich nicht. Ich habe hier gerade keinen Kopf so wirklich, ne? Ich gehe mal einmal auf Zylembrim. Dann halt er sich halt wieder voll. Da er Fist-Def zu sein scheint, sollten wir mit Zylembrim ja guten Schaden machen. Ja, jetzt geht er was. Er könnte jetzt aber nochmal für Spukball gehen, oder? Klug, weil er dann sterben würde. Oder genau. Genesung. Kommt der Recover. Okay. Mhm. Interessant, dass er nicht AV ist für Venusaur. Gehen wir jetzt einfach in die G-Max. Eilopfer. Boah. Also, Staffette wäre auch gegangen, denke ich. Überlegt gerade, hat er einen Gift-Move, um seinen Spezialangriff zu boosten oder so? Oder generell irgendwas zu boosten? I don't know. Aber holy shit, ne? Sein Plan ist jetzt wahrscheinlich einfach 3 Runden böllern und im letzten Turn die Sonne rauszuholen, um dann mit Heilopfer Venusaur reinzubekommen. Ich könnte ein paar Heilopfer des Terror nochmal voll heilen wieder, tatsächlich. Falls wir überhaupt zu lange also könnte er machen. Durchhalten. Muss er nicht machen, aber könnte er machen. Geht er jetzt für Spukball oder wechselt er aus? Ist halt die Frage, ne? Leider bringt es nicht allzu viel rauszuwechseln. Wir gehen in die G-Max und drücken Tüner Dunkel. Mhm. Wenn der Kobayon kommt, haben wir ein minimales Problem. Aber ja, der geht dann immer plus noch 1. Den töten trotzdem. Und ist schneller. Und hat einen sehr effektiven Step. Vielleicht hätte ich auch Shadow Ball spielen sollen, aber... Boah, wenn da noch ein gutes Mon für Trick Room ist... Ja, das sind halt nur 6 von 12 Pokémon, die wir hier sehen, ne? Und der wird jetzt froh sein, dass die G-Max schon vorbei ist, aber... Ich meine, klar nicht damit habe. Zylembrim selbst ist schon ein gutes Trickroom-Mon. Solides Trickroom-Mon, der kann nicht verhöhnt werden oder so. Ich würde 2 Giga-Dunkel leben, wenn der Fistef ist. Denke ich mir. Vielleicht hätte ich ein offensiveres Rohre. Aber der Zuckerberry gegen Dugtrio erschien mir sinnvoll. Naja, dann haben wir die jetzt halt nicht mehr. Ist schneller. Geil. So. Ja, schneller als Zylembrim sein ist jetzt. Nicht die Kunst. Das war ein Unicorn. Ne? Okay, cool. 1-0 für uns. Kein 6-0 an der Stelle. Zylembrim auch so ein starkes Dynamax-Mon. Und Tatarini mit dem ersten Kill. Also Real Talk, ne? Zylembrim habe ich ja in der GPL gedraftet damals, weil ich schon sehr überzeugt von dem war. Aber was dem halt fehlt, ist noch mehr Bulk quasi. Der hat schon gut Bulk. Und der hat krasse Durchschlagskraft und der hat eine nice Coverage und so. Aber der mit noch mehr Bulk, sehr nice. Und dem tut die Dynamax sowas von gut. Vielleicht hätten wir das viel. Meiner Meinung nach das stärkste erlaubte Diner, glaube ich. Boah, ich weiß gar nicht, musste man Punkte für den ausgeben oder war der nicht sogar im Tier 2? Auf jeden Fall, glaube ich, eines der stärkeren Dynamax-Pokémon. Ob das stärkste, weiß ich nicht. Da gibt es schon noch viele andere, die sehr, sehr weit oben mitspielen. Hätte gar nicht so weit runter brauchen. Zumal halt nicht alles spawn hättet. Vielleicht hätte man dann doch einen Drain Punch gebaut. Ich bin auch nicht so. Lemon ist auch quasi das beste Zytomega. Ist es. Ein Fakt, in der Dynamax. Sonst ist Zytomega auf jeden Fall besser. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da die Antwort ist, wenn ich sein eigenes Lapras ja. Ich kann den Whales hätten. Und der wird sehr wahrscheinlich Whales schneller sein. Kriegt dann jetzt den Schleier raus. Ich kann ihn anschippen. Einmal. Also Lapras auch starkes sein, Max. Halt Dings raus, ne? Weniger offensiv, aber supportend. Dingsbums, Aura-Schleier. Holt er für safe raus. Wir können auch nochmal Düner Dunkel drücken, dann ist der minus 1. Könnte das was bringen? Oder Giga-Sanktion, ne, für die Verwirrung. Weiß ich halt leider nicht. Wir gehen für das Giga-Sanktion raus, wechseln wir jetzt scheiße. Ja. Ich weiß gerade nicht, wie sich das aufgehen wird.
kriegen wir ein Lapras vor die Nase. Ja, Giga Selenium und Zytomega kann man eigentlich nicht wirklich vergleichen. Ich finde generell, dass man die beiden nicht so sehr vergleichen kann. Zytomega ist sehr viel variabler. Wenn das komplett in die Hose geht, dann kann ich immer noch drüber reden. Erstmal holt er den Schleier raus. Giga Melodie. Und jetzt müsste der Schaden aushaltbar sein. Der hat halt eine Dynamax-Runde mehr. Nicht ganz so offensiv anscheinend. Spielt er alles defensiv heute? Ist das das, was wir hier erwarten können? Jedenfalls wird jetzt her halt. Haben wir nicht erst zwei Mons gesehen? Giga-Sanktionen auch nicht mehr ganz so viel machen. Und dann auch noch die Mons, die man gerne mal defensiv spielt. Ja. Vielleicht kriegt er ja die Verwirrung. Das ist Lapras, meine Freunde. Er kriegt die Verwirrung. Kriegt man die Verwirrung nicht hundertprozentig? Bei Slambrims Move? Safe, oder? Kommt man doch immer. Oder ist das plötzlich ein Move mit, ja, mit Wahrscheinlichkeit? Nee. Also Pikachus Move paralysiert ja auch immer und Reflex paralysiert oder vergiftet ja auch immer. 100% Verwirrung, ja. Wir gehen jetzt für den Dynabrand und dann auf Winosaur. Das ist die einzige Möglichkeit, wie wir an Sonne kommen. Ja. Weil wir halt wohl Luna nicht dabei haben. Wenn jetzt Giga Protect kommt, ne? Schade. Giga Flut, er bringt den. Er kann es aber resetten nochmal einmal, wenn Winosaur jetzt nicht gewinnt, einfach gegen den. Und Feuer wird gar nichts machen. Giga Selenium und Giga Lapras haben 0 Punkte gekostet, laut Dokument. Ja, mir schade, ist auch so. Schade, dann wird das wohl mit unserem Winosaur hier nichts. Na gut. Also ich weiß, dass Kramo auf jeden Fall im Tier 1 war, was ich sehr teuer fand. Machomai ist im Tier 1, was ich recht teuer finde. Ich finde auf jeden Fall, dass die ein bisschen wertvoller sind, weil sie halt nichts kosten. Auf dem Feld. Kann ja jetzt einfach nochmal regen. Ja, okay, das war zu früh gezündet. Inteleon und Grimmsnarl. Läuft. Weiß ich nicht. Irgendwie finde ich es doof, jetzt Hatterini. Ob ich die krasser finde. Eher nicht so. Wenn wir denn überhaupt was leben? Ich glaube, wir leben gar nicht. Er wird jetzt den Regen rausholen wollen, oder nicht? Stimmt, der kriegt den Regen ja sogar for free jetzt. Ach! Das ist blöd gelaufen jetzt an der Stelle. Drücken Heilopfer, falls irgendwas passiert. Ja, die Strat hat nicht funktioniert. Also, wenn er sich selbst angreift, absolut traurig. Oh, okay, Gott sei Dank. Also nichts gegen Rudelrocker, aber das Team ist so scary, ich will den nur verlieren sehen. Weil ich das Gefühl habe, der wird noch viele Punkte holen. Wir können dann aber erstmal in Nokshan gehen tatsächlich, den Whale wegmachen und dann in Zeraora gehen. Aber das ist ein lohnendes Heilopfer. Und später den Healing Wish ab. Okay, cool, das hat alles gar nicht funktioniert. Wir können Winosaur trotzdem noch verwenden, so ist es nicht. Ich weiß nur noch nicht wie. Outspeeden werden wir mit dem heute nichts. Junge, aber er weiß exakt, wie Heilopfer funktioniert. Niemand weiß das so genau. Er ist sich sehr sicher, wenn er jetzt in Nocturne geht und dann Zeraora reinkommt, kriegt Zeraora nachher den Heal. Not bad. Das weiß, glaube ich, nicht jeder. Weil es gibt ja diese Seitentauschstrategie im VGC, dass du ein volles Mon reinwirfst, Heilopfer aktiviert sich nicht, bleibt aber in der Luft und mit Seitentausch kommt quasi dann wie ein neues Mon auf diesem Slot rein und dann aktiviert sich das. Sprich, wenn er jetzt in Nocturne geht und er bekommt Schaden und so weiter und so fort, aktiviert sich das alles nicht. Aber sobald dann das nächste Pokémon reinkommt, was dann Zera wäre, würde der das bekommen. Volle Nokshan. Können Brick Break drücken, damit der Reflect weg ist halt, ne? Ist mir relativ wichtig, dass das weg ist. Oh, er geht jetzt zurück. Ja, stimmt, das war's mit der G-Max. Aber er hat halt den Regen und ich keine Sonne. Das hätte ich vielleicht im Teambuilding sogar schon bedenken können, habe ich aber nicht. Wir drücken hier an der Stelle Durchbruch. Kann jetzt Talon Flame reinkommen, das ist ja halt schon angeschifft, ne? Durchbruch ist auf jeden Fall nice und wichtig und wird sehr häufig gegen Lapras mitkommen. Vielleicht denkt er sich auch, ja, ist egal, ich habe ja die Screens raus und was will mir Nocturne jetzt an der Stelle? Er kann jetzt natürlich auch. Also Durchbruch auflockern machen, wird sehr oft dabei sein, da bin ich mir relativ sicher. Und dann gucken wir mal, dass wir da wieder mit Zeraora reingehen. Der wird sich jetzt vielleicht. Kamalm ist noch in Tier 1, ist der wirklich gut? Der ist schon sehr strong, ja. Also Giga Kamalm. Ist ein bisschen schwächer als normales Kamalm, finde ich. Der legt halt Rocks mit seinem Wassermove. Dadurch kriegt er aber auch keinen Regen von sich aus raus. Aber könnte halt theoretisch vorher einfach Regentanz drücken. Und dann ist er halt super schnell, super stark. Wassergestein auf jeden Fall sehr, sehr strong. Hat natürlich auch noch weitere Coverage. Legt halt die Rocks nebenher noch so. Der ist schon strong. Weg mit den Screens. Kann auch in Reunix das gehen, to be fair. Aber auch teuer. Ich finde alles im Tier 1 teuer. Also ich bin schon wieder komplett durch. Der ist ja einfach tot. Ich hätte ihn durchdrücken sollen. Geht raus wahrscheinlich auf Talonflame. Ne, geht auf Serena. Ist fein. Okay. Da nimmt man noch Serena. Den Chip drauf. So, weg mit die Screens. Oh, schöner Damage.
So, dann können wir jetzt hier einfach auf Kramer gehen. Er wird Pivot. Kramer immer auch noch fit, das heißt auch der dürfte diesen Heilopfer noch nicht triggern. Ich bin gespannt, ob ich den Heilopfer richtig verstanden habe. Und Aura, natürlich Bruderocker. Und der muss natürlich an dieses Heilopfer noch denken, dass das in der Luft ist. Vielleicht haben wir den schon längst verpufft. So 100%ig kenne ich mich mit der Mechanik noch nicht aus. Ah, er sagt es nochmal. Wahrscheinlich ist es schon längst verpufft so. Ich weiß selbst nicht 100%ig, wie es funktioniert. Aber ich glaube, er könnte es richtig verstanden. Aber ich bin sehr gespannt. So, und er dürfte sich jetzt nicht aktivieren, sondern erst, wenn ein Pokémon reinkommt. Wir hätten jetzt vielleicht auch einen Rocky Helmet gebraucht, aber ich habe mich am Ende für die Lefties entschieden, weil das insgesamt besser war. Ja. Free Cat Battle. Schade, Wino darf hier nicht stattfinden. Aber to be fair kann er auch Serena 1v1 und vielleicht auch das Talent Flame mit unserem Ender. Ja, eigentlich leider nicht, weil wir nicht in der Sonne sind. Naja, wir kriegen auch keine Sonne raus mehr, leider. Vielleicht hätte man noch einen extra Sunny Day rausholen sollen. Einpacken sollen, meine ich. Wenn er irgendwo raufpasst, so ist das oft nochmal ganz nice. Vielleicht drückt er ja Sonnentag gleich. So, jetzt ist es doch... Ist es jetzt, Sarah? Okay, sehr gut. Bis jetzt kein Flame Buddy. Oder Knacker. So, jetzt Knacker kommen wir selber rein. Okay. So, und mal sehen, ob der jetzt geheilt wird. Ob der Healing Wish kommt. Ja, ich bin auch gespannt. Kommt er? Ja oder nein? Ja! Strong! Strong gespielt, Mann! Okay, ich liebe G-Max Hatterini dafür allein schon. Also, er hätte vielleicht wahrscheinlich auch einfach vorher schon in Sarah gehen können, so. Hat es so nochmal spannend gemacht, aber so funktioniert Heilopfer. Das nice. Ist super. Okay, wir können jetzt einfach Plasma-Fäuste drücken. Weil wir wieder reinkommen. Serena ist schon ein bisschen angenockt, ne? Gehen wir Plasma-Fäuste, let's go. Warum keine Protective Pads? Verstehe ich jetzt nicht. Gar nichts können gerade. Er kann Serena reinstecken, aber das schien mir jetzt nicht so defensiv zu sein. Vielleicht können wir da auch killen jetzt mit dem Nahkampf. Wenn der Heilopfer ein paar Turns in der Luft ist, vergisst man den auch so gerne als Gegner. Mhm. Killt mich halt nicht. Und der Chip von Nocturne kann jetzt richtig wichtig sein. Also sie ist eine wunderschöne Dame, die gute Serena. Ja. Serenchen. Knockoff dürfte doch killen jetzt, oder nicht? Rapid Spin brauchst du jetzt nicht drücken. Wäre jetzt fantastisch, aber ich bin auch Full Life, von daher egal. Oder Nahkampf, aber Knockoff reicht doch. Für einen Nahkampf oder für einen Knockoff? Wir gehen für einen Nahkampf, ne? Yo. Wir gehen für einen Nahkampf. Wo ist denn sein Zero? Rein da. Eigentlich? Ich hätte halt schwören können, dass er entweder mit Ductrio was versuchen möchte oder halt mit Rhyperior. Aber so kriegen wir den ersten Aura-Kill. Ist doch schön. Und Serenchen beseitigt. Dinktri wäre ja mega strong gewesen, oder? Oder was spielt er für ein Item auf dem? So, gegen wen müssen wir denn jetzt rauswechseln? Kobalion müssen wir noch ein bisschen anschippen vorher. Können wir auch in Corviknight gehen. To be fair, kann er auch Setup. Ah, Antibogen, ja. Body Press machen wir schon ein bisschen schade. Wäre ja trotzdem risky gewesen, ab einem bisschen Chip. Kobalion braucht halt viel Zeit zum Setup. Sollte ich ihm nach Möglichkeit nicht geben. Wir haben noch Nokshan gegen Hydreigon und Lapras. Und halt Aura gegen Talonflame. Ja. Können wir da sogar hart reinwechseln. Wenn er nicht Will-O-Wisp ist, müssen wir halt gucken, ob wir das riskieren wollen. Jetzt an der Stelle ein Voltwechsel wäre gar nicht mal so scheiße. Haben wir aber nicht. Wir gehen jetzt hier auf den guten Kramer, auch in der Annahme, dass er vielleicht... Das sieht halt sehr solide aus, langsam, aber sicher, ne? Ist mir gerade aber irgendwo egal. Wer ist da auch Scarf Kobayum, ich weiß nicht. Band Kobayum sollte mich vielleicht sogar... Also, Zera sieht sehr, sehr strong gerade aus. Drückt einfach Nahkampf. Logi wusste auch, wie Heilopfer funktioniert. Oha. Okay. Der ist einfach nicht banded. Können wir nicht einfach auf Body Press drücken oder denkt er jetzt Talent Flame? Wäre da besser an der Stelle. Ich meine, ich könnte auch Roost drücken. Roost wäre, glaube ich, besser. Wenn er jetzt schwer tanzt, kriege ich dann auch für Body Press. So ist das. Noch ist es spielbar, ne? Ich meine, wir haben schon zwei. Aber wenn der jetzt irgendwie so Steinpolitur-Shit machen würde, wäre wild. Okay, da kommt nur ein Voltwechsel. Der macht nicht so viel. Okay, super. Into Talonflame again. Dafür fehlt uns jetzt ein bisschen das Milotic, ne? Aber wir können auch in Knacker gehen eigentlich. Ich weiß immer noch nicht viel darüber, aber das ist halt Regen. Da können wir auch drin bleiben. Gerade jetzt, wo wir halt wieder Full Life gehen. Dagegen würde ich auch U-Turn drücken, aber der kann eine Weakness Policy haben, ne? Wahrscheinlich wird er mich aber eher mit einer Sonnenattacke angreifen. Mit einer Sonnenattacke? Was ist denn eine Sonnenattacke? Eine Feuerattacke. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Mein Corviknight vielleicht wichtig, aber wir gehen für Kehrtwende. Dann kriegen wir Momentum. Wir können dann in unsere Aura gehen. Kommt der Drache. Das könnte VP sein. Shit. Das könnte VP sein. Oh, wenn der Schwächenschutz ist, dann eieiei. Sei nicht Weakness Policy, mein Freund. Auch so schon scary. Keine Schwächenschutz. Da ist nichts passiert, oder?
Aber er hat Drachentanz gedrückt. Das ist mein Wino in der... Nein, das ist nicht. Knack, nein. Oh, oh, wir haben Machtpunch. Müssen wir gucken, wann das reichen kann. Wir gehen erstmal an Bisaflor, weil der sowas von unwichtig geworden ist. Ausdauer hat er. Wir haben keine Sonne mehr. Was sollen wir da machen? Vielleicht tanken wir, was können die noch anschädigen. Ja, das wäre doch super, wenn wir damit hat der Ausdauer? Schaden drauf kriegen. Jetzt hat er irgendwie eine Feuerattacke, die mit irgendwas nicht killt und dann kriegen wir unsere Weakness Policy gedroppt. Matschbombe. Da, wenn Reno in diesem Match irgendwas machen darf, dann jetzt. Ich weiß ja nicht, was das für ein Drachentanzett ist. Aber ach so, ja klar, das spielt ja selbst Weakness Policy. Ja, ja, klar. Geht auf plus 2. Ab wann rechnet er, dass er gewinnen kann? Ich meine, ich habe Machtpunch. Das sollte er irgendwann killen können. Vor allem, wenn er jetzt die Matschbombe Schaden erleidet. Jo. Boah, er kriegt die Poison. Yep, ich denke, da war's dann, oder? Ja, na klar. Aber wir gehen aber weiter für Sludgebomb. Wir haben dabei erstmal nichts zu verlieren. Gift macht sehr viel Schaden, sehr gut. An dem Punkt. Aber was hat er gerade eingesetzt? Drachentanz? Oder was hat Trigefado gemacht? Uiuiui. Wenn er gar keinen Roost hat, umso besser. Bis jetzt sind aber alle Mons relativ bulky und defensiv aufgelaufen. Weshalb ich vielleicht mit einem Roost rechnen muss. Aber welche Moves ansonsten? Weil sie mattert aber nicht viel, wenn er eh einen Machtpunch bekommen hätte. 40%. Ja, aber jetzt könnte er ja sogar nochmal auf Ausdauer gehen, ne? Rein theoretisch. Einfach, ne? Vielleicht macht Flashbombe auch über 50%. Aber ich denke, es ist sicherer, einfach Matschbombe zu drücken. Atmen, ich muss atmen. Ach ja. Breathe, my friend, breathe. Oh, ich sollte Englisch reden, aber Englisch ist nicht ganz so schlimm, aber ich kann kein gutes Englisch reden. Komischerweise, vielleicht ist die deutsche Sprache so hart für meinen Hals heute. Kommt ein Next Strike, den habe ich auch. Wie ist das überhaupt? Und das ist ein Reno Kill. Yeah. Das Next war Strike. Ein bisschen trauriger Schaden auf plus 2. Welches Soundmon habe ich denn eigentlich? Oder der hat keiner Crunch, oder nicht? Ja, ich denke, das wird ein eindeutiges Ding. Das gefällt mir gar nicht. Talonflame auch noch schwer tanzen. Das werden wir ihm nicht free geben. Talonflame tut mir noch ein Problem. Aber wir haben Serraura, von daher vielleicht auch doch nicht. Da kommt der. Vielleicht gehen wir auch hin zu dem Knackrack. Gibt es Knackrack? Ich weiß nicht, ob es ein Knackrack ist. Nokodako. Flug- oder Feuerattacke. Wir gehen in Knackrack. Wir versuchen. Wir gucken einfach mal, wie viel der macht. Scheiße, das physische Side-Dragon, scheiße. Ja, es kommt halt aufs Investment drauf an, ne? Vielleicht war der auch eher defensiver investiert so, um irgendwas gut abzubekommen, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob Lapras in Range für EQ ist. Er hat keine Protection. Ich hoffe nur, dass Logi noch schafft, die Differenz ein bisschen zu drücken. Aber dann kommt wieder Talonflame. Es könnte alles ausschlaggebend sein am Ende. Okay, das Lapras ist noch ziemlich voll. Vielleicht geht er für eine Eisen. Ist immer interessant, dass er cuttet. Ist irritated, weil das niemand anderes macht. Dafür ist er da. Er hat die Screens weggemacht, das war wichtig. So konnten wir aktiv weiter Damage machen. Und Screens sowieso nervig, deswegen müssen die weg. Nochstein ist da. Nochstein empfängt Eissplitter. Okay. Hätten wir sogar EQ'en können. Uplight Heap. Next Strike. Wir machen gegen Fiao muss jetzt immer kommen. Stelle irgendwas. Was Stein, also wenn er Steinkante hat, ist halt. Nicht sterben mit Serraura, deswegen können wir das einfach machen. Wir sind schneller, schon mal eine gute Info, außer er ist drin geblieben, dann habe ich keine Info. Ja, drin bleiben Double wir jetzt. Geh auf, na los. Jawohl. Ist das Talonflame? Das ist Talonflame. Ich mag, wenn Serraura funktioniert, wir drücken Plasma-Fäuste. Dank Caterini funktioniert Serraura. Am Anfang ein bisschen umschippen, ein bisschen angucken, was das für Monster Reunion ist, war nervig potenziell. Also, was soll man sagen, ne? Starkes Team. Können, das wäre doch eine ganz schwierige Kiste gut gewesen. Gespielt. So von Logi kam nicht viel raus, zurück. Keine Anti-Elektro-Bäre. Perfekt. Also, das kann der. Den jetzt haben können, ja, danke. Leben. Vielleicht kann er auch noch verbrennen. Wir haben immer noch keinen Flame Buddy gesehen. Aber wir werden ihn nicht sehen. Ich denke, er ist Gale Wings wegen Venusaur, ne? Dann wiederum ist komisch, warum er den Hard reingewechselt hat vorhin. Vielleicht, weil er sich dachte, okay, das ist Venusaur, aber er hat keine Sonne. Ja, hat er auch nicht. Ich habe ein bisschen Sorgen, meine Freunde. Hier, ne? Das war schon direkt der erste Fail. Wir gehen gegen Kubarium zurück auf Kramor. Wo wir die Sonne aufgehalten und ja, das war es eigentlich. Jetzt, ich habe jetzt auch nicht mega viele Erwartungen an Logi gehabt, nicht, weil also ich Logi nicht als besten Spieler in Erinnerung habe. Ich kann mich da natürlich täuschen. Und das Team sah sehr scary aus und Rudelrocker hat ja schon bewiesen, dass er gut spielen kann. Sonst hätte er das UDC nicht gewonnen. Das Problem tatsächlich. Dann können wir sogar Free Drain Punch machen. Soll Nokshan jetzt 2 Kills kriegen? Vielleicht sogar. Ich weiß es nicht. Kobayum erschien mir schon
bisschen offensiver, aber halt nicht beendet. Ne? So, da kommt der. Eigentlich sind wir Fister, wir können auch einfach Bodypressen. Logi packt Aura in Tier 2, auch Logi, wie kann der sich so ein Team draften? Ja, ja, vielleicht erkennt man nach dieser Liga dann wenigstens mal an, dass Zera nicht ins Tier 2 gehört. Ich fand auch sehr, sehr witzig, als dann nochmal im Draft irgendwie angesprochen wurde, dass Zera Aura ja immer ein kontroverser Pick sei. Ich glaube, es hat sogar Logi gesagt, ob der jetzt ins Tier 2 oder ins Tier 1 gehört. Und ich habe wirklich Real Talk bis zu dieser Liga noch niemanden darüber diskutieren hören, ob Zera ins Tier 2 gehört. Defensive Nuance hier in dem Team. Aber okay, jetzt müssen wir alle damit klarkommen, dass da jemand einen Zera im Tier 2 draften durfte. Kramer einfach so ein dicker Vogel. Holy shit. So. Hier ist auch Zera Aura. Wollen wir für Aura Kills geiern oder was? Also sollte Rudrocker aussteigen, ich würde das Team durchaus übernehmen. Wir sterben halt nicht. Ja, echt? Also ich auch. Trainer. Allein wegen Zera Kramer. Die hätte ich haben können. Also eigentlich nicht, weil wurde mir halt, also Zera wurde mir halt weggenommen. Mein inneres Ich will auch irgendwie die Differenz halten, aber das ist nicht auch egal. Hast du eine GPL nicht auch an? Nope. Friert trockener, aha. Würde mich nur einfrieren. Okay, passiert nicht. Wir können Plasmafeuchte drücken. Wenn er jetzt in Kovarium rauswechselt... Eine Statistik geführt mit 46 National Dex Drafts und Zera Aura ist Platz 3 der meistgedrafteten S-Tiers. Sehr gut, Aura mit dem zweiten Kill, I guess. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich hätte gerne mehr Euphorie in meiner Stimme, aber wir müssen gediegen dran. Gibt es noch einen Playoffs-Draft? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich kann hier gar nicht reinwechseln, fällt mir gerade auf, weil... der jetzt an zwei Nahkampfen stirbt. Du musst Hulorka eigentlich unbedingt aus Rache besiegen. Okay. Eigentlich ist das unser einziger Pflicht, also alles ist ein Pflichtsieger, aber das ist der Pflichtsieg unter dem Pflichtsiegen, ja. Aber wir hatten dann schon mal Chip Damage und dann Fake. Aber das wird gewonnen, alles andere als easy. Halt guckt euch das Team an. Vielleicht sterben wir auch gar nicht, wir wissen es noch nicht. Eigentlich sollte das CC jetzt auf minus 1, so Zera Aura sollte jetzt reichen eigentlich. Kubayum? Ja, das war klar. Ich glaube, okay. Mega GPL Meta Season 6 oder so war der im Art hier. Das kann schon Revenge killen. Da haben dem ja aber auch noch viele viele Moves gefehlt, so, ne? Spaß im Team, der hat ja, glaube ich, Nahkampf und Knuddler und sowas erst zu Gen 8 bekommen. Ist doch absolut okay für den Anfang. Keiner hat seine G-Max verkackt. Keiner kriegt hier einen 6-0. Wunderbar. Wir drücken Tempo-Hieb. Ich glaube, da war der Kampf vom Malle-König schon durch. Lockstand, wir sind nicht offensiver, ja, der reicht. Okay. Wir tanken so viel von... Ich meine, immerhin nur 4-0, war hey. GG geht raus an Logi. Ja, GG. GG an den Rudel Rocker. Lasst sehr gerne Support auf jeden Fall da in Form von Däumchen. Auch hier noch relativ kleinerer YouTuber. Deswegen Support immer wichtig. Support ist bei allen wichtig, aber bei denen natürlich umso mehr noch.